Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist René. Die Cash Days sind also angelehnt an den amerikanischen Straßenrennen. Fahrzeuge, die ein Startgebühr bezahlen und dann, wie im Straßenrennen, per Los sich ihren Gegner ziehen und dann gegeneinander in Ausscheidungsläufen fahren. Also es kommt aus den USA, ist ganz normal, da wird es auf der Straße gemacht. Hier in Deutschland natürlich nicht möglich, hier machen wir das ganz offiziell auf einem Event. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir fahren heute zu den Cash Days. Für denjenigen, dem das nicht sagt, ihr kennt wahrscheinlich die typischen Straßenrennen aus Amerika. Soweit ich das weiß, wird er mit einer Taschenlampe, also ich erkläre euch das nochmal, stehen zwei Autos am Ziel und damit keiner so Launch Control und sowas machen kann, geht er dann so ein paar Schritte von den Autos weg und irgendwann, wann er halt möchte, dreht er sich um und leuchtet mit der Taschenlampe, so, weißt du, wie ich meine? Und leuchtet dann und dann fahren die halt ein Ziel und das Ganze ist eine... Ist das eine Viertelmeile, eine Achtel? Ich glaube sogar nur eine Achtelmeile. Ich glaube nur eine Achtelmeile sogar. Und der Gewinner vom Tag kriegt halt 10.000 Euro. War ebenso Cash for Dash. Also ich finde es ganz cool. Ist dieses Jahr das erste Mal auch in Deutschland. Ist bei Schwerin, Pachin. Da sind wir jetzt auf jeden Fall hin und ich dachte mir, ist schon lange kein Video mehr online gekommen. Philipp hat heute Max, der ist nämlich auch da, hat heute Maxi mit zum Film. Ich werde da vielleicht begleitend nur ein bisschen B-Roll-Material sammeln für ihn. Aber hauptsächlich dachte ich mir, ich nehme mich euch einfach mal mit auf meinem Kanal. Nelly ist auch dabei, sag mal Hallo. 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 Ich habe keine Ahnung, was uns heute erwartet. Das soll so ein bisschen... Vlog-Style, also Vlog ist ja eigentlich, dass ich mir die Kamera selbst ins Gesicht halte, aber wenn ich schon mal den Vorteil habe, dass die Kleine mitkommt, dann kann sie natürlich auch die Kamera halten. Machst du aber auch gerne, oder? Mhm. Mhm. Jetzt noch 146 Kilometer, sind schon 150 ungefähr gefahren und das ist gefühlt der 10. Stopp. Das ist wirklich brutal. Durchschnittsgeschwindigkeit war, wenn es hochkommt, 100, seitdem wir losgefahren sind. Aber auf jeden Fall für Tempo 130 auf deutschen Autobahnen kämpfen, weil lohnt sich. Filmt schon. Ja, aber ich stelle nebenbei noch ein, deswegen. Hast du alles eingestellt? Ja, jetzt kannst du reden. Wie ihr seht von der Kameraführung oder von der Belichtung oder so, könnte es ab und zu mal sein, dass es nicht... Mikrofon ist auch an? Ja, natürlich. Ja, das ist gut. Hallo? Ich frage ja nur. ja, dass es manchmal nicht ganz perfekt ist. Wir sind jetzt angekommen bei den Cash Days. Es sind echt viele Fahrer da bis jetzt, ist schon gut was los. Wir sind einmal schon rübergegangen, einfach ohne Kamera. Weil für mich ist das natürlich auch ein bisschen komisch, ne? Wenn hier ein Philipp mit der Kamera zum Beispiel rumläuft, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist mit Maxi unterwegs. Dann ist sowas immer selbstverständlich, aber bei mir irgendwie nicht. Ich habe einen ganzen Schluck auf. Das ist kein Schluck auf. Ja, wir gehen jetzt einfach mal rum und gucken, was für Autos da so sind. Und ja. Viel Spaß. Mann. Viel Spaß. Ja, machen wir jetzt einen Porn? Dann zugucken. Machen wir jetzt einen Porn? Nein. Kann man auch machen. Also wir, oder? Nehme mich. Ob man... Oh, ist das schwer. Ob man den Kopf dann auszieht. Rewind Selector. Rewind Selector. Rewind Selector.
so getan? Ich habe mir den ganzen Eistee ins Gesicht gekippt. Und in den Ärmel. Geil. Mhm. Schön. Klebt jetzt so schön. Jetzt gerade auf dem Weg zum Start, weil wie ihr gesehen habt, sind schon einige Leute auf dem Weg dorthin und ich bin echt mal gespannt. Also bis jetzt so die Karren oder die Auswahl der Autos schon echt heftig, was hier so fährt. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen einfangen für euch, auch von der Tonqualität her. Gleich, ich habe noch ein großes Objektiv hier angeschnallt, müssen wir einfach mal gucken, was das so wird. Die ersten 18 Teilnehmer sind jetzt gerade gestartet, jetzt sind es noch 9. Dauert jetzt ein klein bisschen und dann geht es gleich weiter und es wird halt immer so entschieden. Es fahren halt 2 Leute, der Verlierer fliegt raus, der Gewinner kommt eine Runde weiter und bis zum Schluss, bis dann halt nur noch einer quasi da ist. Ja, jetzt kommt dann quasi gleich Lauf 2. Ich bin gespannt, bis jetzt echt geil. Oder? Mhm. Ja, ich habe gerade überlegt, ob man mich überhaupt sieht. Ja, man sieht dich. Okay. Ja, so nah jetzt dann auch nicht. So, da ist der Veranstalter. Kannst du mal bitte einmal erklären, nicht, dass ich was Falsches erklärt habe, was genau die Cash Days sind? Ja, die Cash Days sind also angelehnt an den amerikanischen Straßenrennen. Fahrzeuge, die ein Startgebühr bezahlen und dann, wie im Straßenrennen, per Los sich ihren Gegner ziehen und dann gegeneinander in Ausscheidungsläufen fahren. Also es kommt aus den USA, ist ganz normal, da wird es auf der Straße gemacht. Hier in Deutschland natürlich nicht möglich, hier machen wir das ganz offiziell auf einem Event. Mhm. Fahren gegeneinander, fliegen raus. So geht das Fahrerfeld immer runter, bis die letzten 2 übrig bleiben, das Finale ist. Also so, wie man es so kennt. Allerdings wird jede Runde der Gegner neu ausgelost. Ah, okay. Das heißt nicht wie beim Normalen, wo der Gewinner, also klar, der Gewinner kommt schon weiter, aber der weiß nicht, wer der nächste Gegner in der nächsten Runde ist. Ausgelost heißt, jetzt mal krass gesagt, es könnte auch sein, dass jemand mit 200 PS gegen jemand mit 1000 PS wird? Theoretisch ja, allerdings passen wir natürlich auf, dass das Fahrerfeld-Leistungsniveau ein bisschen halbwegs in Ordnung ist. Zumindest, wenn er weniger Leistung hat, dass das Gewicht dann auch geringfügig ist, ne, dass er schnell genug ist. Aber wie wir in den letzten Läufen gerade gesehen haben, ist das alles schon relativ knapp, wenn die Starts gut funktionieren. Und der Start machst du mit deiner schönen Taschenlampe? Ja, das ist eine schöne Lenser-Taschenlampe. Und ja, es ist wie eine Straßenrennen. Früher wurde das halt immer nur mit der Taschenlampe gemacht. Da gab es keine Ampeln, beziehungsweise
gab es die Ampeln und das gibt es ja schon Ewigkeiten, die Viertelmeile-Drag-Racing-Szene, aber die Leute auf den Straßen, die haben das halt im Dunkeln so gemacht. Jetzt sind von 18 Fahrern noch 9 über. Genau, 9 über. Einer, also es sind, wir haben jetzt denn 5 Läufe. Mhm. Bei 9 Fahrern natürlich ist ein Byrun, das heißt, der die 1 gezogen hat, zieht jeder eine Zahl. Und also sein Gegner eigentlich, ne, also doppelt. Mhm. Und die 1 ist ja nur einmal drin gewesen, das heißt, der hat jetzt einen Byrun. Das ist der Glückliche, der quasi eine Runde weiter schon ist. Er muss nur durchs Ziel kommen? Der muss nur durchs Ziel fahren. Okay, und am Ende gibt es für den Gewinner? Für den Gewinner, ja, normal ist es so, in Amerika gibt es halt das Preisgeld, was ausgemacht wurde. Wir schütten hier ein Preisgeld von 10.000 Euro aus. Das geht nicht auf den Gewinner. Wir machen den ersten 5.000, den zweiten 3.000 und den dritten und vierten. Das heißt, die Verlierer aus dem Halbfinale bekommen jeder 1.000 Euro dazu. Wie viele Autos sind noch dabei? 2. Weil Rest ist ausgeschieden. Finale. Richtig cool. Es gab ein paar Fehlstarts. Ne? 1 oder 2? Nee, ein Fehlstart. Ja. Beziehungsweise per Videonachweis wurde später ein Fahrer disqualifiziert. Direkt im ersten Lauf war ein Fehlstart und jetzt im Halbfinale wurde einer disqualifiziert. Disqualifiziert? Warum? Ja. Weißt du das noch? Videobeweis? Weiß ich nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja. Jetzt, wie gesagt, kommt noch das Finale. Ihr habt es ja vorhin von Marcel gehört. Ne? Also der Gewinner kriegt nicht 10.000, wie ich es am Anfang gesagt habe, sondern der Gewinner kriegt nur 5.000. Ja, yes! Hallo, ich war staus. Das ist gar nicht so ein Moment. Wie gefällt's dir hier? Mega. Bist du überhaupt nüchtern? Ja, wieder. Du warst gestern unterwegs so ein bisschen, ne? Deswegen. Ja, ein bisschen waren wir unterwegs, ja. Okay. Ja, cool wäre, wenn das jeden Freitag hier wäre, wäre doch gut. Das wäre richtig geil, oder? Dann würde ich vielleicht sogar auch mal antreten. Aber dann zum Schluss. Noch ein paar Flicks besorgen. Ja. Du siehst richtig fertig aus, Digga. Ich fühle mich so, wie ich aussehe. Ja. Das war's jetzt, ne? Ja, jetzt fahren wir nach Hause. Jetzt fahren wir nach Hause. Also das Finale war ja nicht so spektakulär. Doch, fand ich schon. Fandest du? Ja, fand ich schon. War auf jeden Fall geil. Gut. 5 Mille ist auf jeden Fall geil, ne? 5 Mille hat er im Sack, würde ich sagen. Dann kann er sich vielleicht neue Scharnier kaufen für Heckscheiben. Ja. Für die Kofferraumklappe. Ja. Geil. Ja, dann sag du mal tschüss. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Ja, perfekter Zeitpunkt. Ja, eine Aufnahme. Nochmal ein kleines Fazit, war übelst geil, wirklich. Ich fand die, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, die Leute, die im Hintergrund waren und geklatscht haben, das hat für mich dieses Event ausgemacht. Ne? Also, wir haben ja TTT, Race 1000 und sowas. Da kommt nicht so viel Freude auf. Gut, da gibt es auch außer Pokal nichts zu gewinnen. Aber... Das war der E30-Chef. Nee, der Chef E30. Ja, wie gesagt. Jetzt können
wenn sie die Motoren alle noch mal zerstören hier heute. Ja. Ja, übelst geil, oder? Ja. Ich meine, jetzt kommt auch die Sonne gerade wieder raus, noch ein bisschen. So ein bisschen Romantik hier. Mit der Geräuschkulisse. Ja, geil. Ja? Ja, nicht? Ich find's, ich find's übelst cool. Also sollte das nächstes Jahr wieder stattfinden, ich hoffe mit Zuschauer. Ich glaube, das würde das Ganze, das Gefühl wäre noch mehr so. Genau, weil einfach noch mehr Leute klatschen, ne? So, jetzt waren quasi nur die Teams von den Leuten, die gefahren sind, oder Freunde mit dabei. Aber ist schon Chef, hat Marcel auf jeden Fall gut was auf die Beine gestellt. Respekt auf jeden Fall meiner Seite dafür, ne, oder? Mhm. Finde ich cool. Ich hoffe, das darf nächstes Jahr wieder stattfinden und ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Ja. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es war jetzt halt nur eine Veranstaltung. Eigentlich hatte ich geplant, das ganze Wochenende zu vloggen. Ich glaube, wir haben aber heute so viel Material gesammelt. Morgen fahren wir zum Bilsterberg. Morgen fahren wir zum Bilsterberg. Fahren wir selber? Nee, wir fahren nicht selber. Wir fahren nicht selber. Gott sei Dank. Ob ich da mir die Kamera auch ins Gesicht halte, weiß ich nicht. Aber wenn ihr, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wenn ihr Bock habt, sowas zu sehen, dass ich einfach mal, das ist ja der Grund, womit, oder das ist ja, so habe ich ja angefangen. Ne? Und, da kommt zwar noch ein eigenes Video zu, aber das ist auch einer mit der Gründe, warum ich bei Philipp arbeite. Dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.